Blackout. Guten Abend miteinander. Hier sind wir auf 95,6 Blackout Radio. Heute die Ausgabe vom 30. Juli 2019. Begrüßt euch herzlichst am Mikrofon der Host mit dem Sweet Moses the Beast Coast, Mr. Ramsay, Überleitung von Black Soul. Hello, yes. Hello. How you been? Oh man, can't complain. Yeah. Can't complain. Sounds great. Feels good to be back. Yes. Und wir sind nicht allein. Yep, not at all. Wir haben einen Special Guest. Und auch später im Spotlight auch noch wieder erscheinen. Mm-hmm. Musst du dich jetzt selber vorstellen am besten? Ich heiße Tulani Tomose. Yes. Tulani Tomose. Und willst du noch schnell begründen, weshalb wir dich als Special Guest herzlich begrüßen hier im Raum? Ja. Ich bin hier, wo ich gerne über mein Buch reden will. Yes. Ich freue mich nach 20 Jahren Krieg in meinem Kopf. Mm-hmm. Also ich bin Autorin für dieses Buch. Ja, deswegen bin ich hier, ich wollte ein bisschen darüber reden. Genau, das würde ich sehr, sehr gerne machen ebenfalls. Ja. Und wir kommen jetzt mit einem späteren Zeitpunkt noch darauf ein. Blackout Radio. Radio. Ihr habt wunderschöne Namen, Vornamen an sich selber. Danke. Und allgemein, was ich auch auf Pics gesehen habe, Liv Freud, das hat uns auch umso mehr können bestätigen, aus was einem schönen Land du stammst, und zwar? Südafrika. Yes. Yes, und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil sozusagen von deinem Buch «Befreiung nach 20 Jahren in meinem Kopf». Mhm. Und zwar, du bist ja dort auch nicht nur geboren, sondern auch lange Zeit gelebt, also aufgewachsen. Genau. Unter anderem. Ja. Und ich finde es dort auch, Südafrika ist ja dort auch ein sehr spannendes Land, allgemein auf der Map, auf der Weltkarte, mit seiner Vorgeschichte. Ja. Und beispielsweise jetzt gerade Apartheid, oder? Ab der Trennung von Schwarz und Weiß. Ja. Wie hast du die selber in deiner Kindheit gross erlebt dort? Oder allgemein, wenn jetzt du dort in die Ferien bist gegangen, ich werde einen Aufenthalt in Südafrika. Wie hast du dort die Rassentrennung sozusagen erlebt oder wahrgenommen, verspürt? Also damals war es schon anders als jetzt, würde ich schon sagen, man sieht schon Unterschied. Mhm, aber Apartheid für mich ist immer noch da. Ja. Also ich erlebe es immer noch, dass in Südafrika hellhütig und dunkelhütig auseinander sind. Es ist nicht so wie hier in der Schweiz. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Ist die gleich? Gibt es einen Kontrast? Also, genau. Ob es vielleicht gerade vice versa ist oder so? Nein, in Südafrika ist es schon anders. Es ist schon Trend. Es gibt schon Ausnahmen, aber das ist sehr selten. Ja. Wirklich selten. Und ist dort auch Brutalität umso höher, also umso stärker, wenn du jetzt das sagst, meine, es gibt trennte WCs, es gibt trennte Eingänge für Restaurants etc. Und wie gehen wir damit um? Meine, die schwarze Bevölkerung ist in Townships, also in Ghettos, raus vertrieben worden. Du hast auch sicher Vorfahren und Familienmitglieder, die das so erleben. Ja. Wie krass, also wie hat man dort können entgegenhalten? Wo heutzutage ist es nicht mehr so extrem, oder? Ja. Wenn du selber sagst, wie hat man dagegen können halten, dass es nicht, ja, wie hat man dagegen können halten, dass es bis heute nicht mehr so ist, in dem Sinn? Also wie ich sehe, für mich das Problem in Südafrika so gross ist, ist das Reiche und Arme. Ja. In der Schweiz ist es quasi auch gleich. Ja. Ob du jetzt Geld hast oder nicht Geld hast, wir werden gleich behandelt. Mhm. Also die Umstände sind wie gleich. Und in Südafrika hast du wirklich erste Klasse und dritte Klasse. Ja. Und das Problem jetzt, die dritte Klasse, die haben ja nichts. Mhm. Also Kriminalität ist dann umso grösser. Das wäre gut, dann, ja. Deswegen die Mauer, die sie haben, die Reichen haben Mauer und Zeug, und wo sie Angst haben, von ausgeraubt zu werden. Und so genau. Zu. Aber ich habe Verständnis, wenn das... Es ist nicht gerecht, ja. Nach meinem Gefühl her. Das war jetzt das Nächste, wenn ich gefragt habe, wo die auch bewachte Quartiere und alles so Zeugs. Also die Quartiere sind bewacht, weißt du, jetzt die Reichen. Ja. Und, aber es ist schon noch aufeinander. Also, weißt du, es ist abgetrennt, weißt du, mit Mauern und Zäunen und alles. Mit Mauer, aber es ja. Ist nicht weit weg voneinander entfernt. Nein. Also, von einem armen Quartier siehst du gut. Kannst du blöd gesagt aus dem Fenster rausschauen und siehst, es gibt ein reiches Quartier vor dir. Genau. Und du bist selber in einem Dorf aufgewachsen, in Eastern... East London. Und ist das dort selber auch so extrem gewesen, oder ist es mehr nur in den big towns gewesen, sozusagen? In den big cities wie Joburg? Also, wo ich aufgewachsen bin, ist es ein Dorf, wirklich ein Dorf. Ja. Und dort haben wir einen einzigen hellhütigen Mann gehabt. Wow. Und wie ist man mit ihm umgegangen?
Wie ist er hochgejubelt worden? Er ist hochgejubelt worden, ja. Er ist, man konnte ihn nicht anfassen. Er war halt wie der Gott von uns. Und wir sind auch nie so nah bei hellhäutigen Leuten. Und darum im Dorf war es wirklich ganz getrennt gewesen. Gar nichts mit Hellhäutigen zu tun gehabt. Ja, ja. Und wie hast du denn das erlebt, wo du plötzlich in die Schweiz bist gekommen? Du bist mit als Teenie? 12. Ja. Ja. Bist du dann in die Schweiz gekommen und wie ist es ein Kulturschock gewesen, Klar, ja. Und andererseits auch, kann man es vergleichen, einigermaßen, wie ist so der Umgang jetzt mit allgemeinen Ausländern in der Schweiz, wie es dort auch der Fall ist gewesen, zwischen Reich und Arm? Also in der Schweiz erlebe das anders als in Südafrika. Also hier wirklich, Mensch ist Mensch, du hast eine Meinung, du darfst deine Meinungen sagen. Und Südafrika ist halt anders, immer noch mit dem Zeug. Ja, schade. Ja. Schade. Trotzdem, Nelson Mandela, RIP an dieser Stelle, der sich da wirklich eingesetzt hat. Klar, ich sage nicht, er hat nichts gemacht. Es war gleich für etwas, gewesen, was er gemacht hat in Südafrika. Es ist ein grosser Unterschied, immer noch. Klar, kannst du es nicht vergleichen jetzt mit der Schweiz, mit dem Umgang mit Dunkelhäutigen und Hellhäutigen. Aber er hat sehr viel gemacht. Er hat wirklich, weil es gibt auch Quartiere, jetzt kann man nicht mehr sagen, das ist nur hellhäutige Quartier in Südafrika. Ja. Dunkelhäutigen, die Geld haben, dürfen. Nur halt die Armen können es nicht. Aber sonst ist es wie offen auch. Nein, das ist schön. Und ist auch schön zu sehen, ich meine, du redest von einem Krieg in deinem Kopf. Ja. Und wenn man sieht, wie du heute strahlst, umso schöner. Ja. Hat es noch andere Kapitel in deinem Leben gegeben, die ziemlich düster waren. Ich glaube, für das würde ich das Buch kann ich nur weiterempfehlen. Danke. Das ist wirklich sehr, sehr deep. Und jetzt nach dem Buch, was erlebst du, was hat sich geändert in deinem Leben, seit du das Buch released hast? Ich meine, du hast es nicht nur als Printversion, es ist ja online, also als Audiobook kann man es. Ja. Und jetzt mittlerweile kann man es sogar noch auf andere Sprachen lesen. Eben bald auf Englisch kann man es jetzt lesen. Also es wird bald veröffentlicht auch in englischer Sprache. Ja, ja. Sehr nice, congratulations. Dankeschön. Super, super dope. Merci. Yes, und was dürfen wir dir für die Zukunft noch wünschen? Auf deinem weiteren Weg? Du scheinst nämlich mad busy. Also Wünsche kannst du mir selber geben. Ja, weiterhin viel Kraft, Resilienz, das hast du nämlich bewiesen, auch anhand von dem, was ich gelesen habe. Ja. Und weiterhin tough, tough, tough. Vielen Dank. Und keep your head up for show. Hast du ihr noch etwas von der Weg schenken? Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ja. Ich glaube, ich werde es jetzt von dir auch gut stellen. Yes, sir. Wenn ich das darf machen. Drück die Rucksack rein. Thank you, sir. Vielen Dank. Und nein, es war auf jeden Fall er, du warst da. Es ist immer wieder nice, eben, so solche Gäste dürfen zu haben, die etwas anderes machen als Musik. Nicht, dass wir Musik nicht schätzen, aber nein, auf jeden Fall auch alles Gute für die Zukunft. Danke. Und wir sind gespannt auf weitere Projekte. Ja, danke vielmals. Also ich möchte mich auch gerne bei euch bedanken, dass ich hier durfte sein und mein Buch vorstellen zu den Leuten, die es noch nicht gewusst über das Buch. Es ist wirklich empfehlenswert, wie er gesagt hat, von den Leuten, die gerne sich möchten, gerne auch befreien und wollen wissen, wie ich das auch gemacht habe. Das Buch ist für das da. Merci vielmals. Wo findet man alles? Wo kann man es überall? Überall im Buchhandel in der Schweiz, wie Ariel Füssli oder Online-Shops Amazon oder selber im Verlag, noch vom Verlag. Oder bei mir. Genau, ein kleiner Tipp, einfach auf Google gehen, Zulani Tomose eingeben und es kommen etwa 5, 6, 7 die ersten, sind alles echt Online-Shops, Online-Stores, also go, get it. Yes, sir. Merci vielmals, danke. Yes, du hast einen weiteren Track mitgebracht von Rebecca Malope. Ja. Und das mag ich darum ins Garten überlassen, ganz dir. Nur der second part mit Kue, aber der erste lange dir. Diese Fischla. Oh, wow. Oh, aber es ist viel schneller gegangen als die Buchstaben, die dabei sind. Wie ist das gegangen? Wir sind viel gut. Oh, wunderschön. Ja. Hören wir noch zum Abschluss von Tulanis Päckli. Und bis um 9 Uhr sind wir weiterhin da. Sie ist ebenfalls in der Building. Geht das Buch holen. Befreiung nach 20 Jahren in meinem Kopf. Befreiung nach 20 Jahren Krieg in meinem Kopf. Genau. Überall auch now. Blackout. 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 Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von unserem Blackout Chris. Und zwar hier mit der Tulani Tomose. Herzlich willkommen. Danke. Sie hat uns schon ihr Buch vorstellen in der Sendung, die ihr vorher gesehen habt. Und jetzt kommen wir noch zur Edition. Und zwar wirst du ebenfalls auch Drill von uns. Ich stelle dir eben
Ich tue ein Stichwort drauf sagen, mehr oder weniger. Und du kannst auslesen, was der Mensch spricht. Oder okay. Eben weniger. Aber zu diesem Punkt kommen wir später. Okay. Und zwar, ich starte mit Best Singer of All Time, Yvonne Shaka Shaka oder Miriam Makeba. Yvonne Shaka Shaka. Best Dancer of All Time, Ciara oder Michael Jackson? Michael Jackson. Favorite Holiday Destination? Sozusagen dein Lieblingsferienziel von diesen zwei und aufzählen. Durban oder Pretoria? Durban. Durban. Alright. Jetzt kommen wir zu einem weniger schönen Punkt, und zwar, was du bescheuerter findest. Okay. Und zwar, als erstes haben wir SVP oder Donald Trump? Sie muss wählen. Was du bescheuerter findest? Du musst nicht einen von den zwei wählen, voten. Donald Trump. Donald Trump. Ja. Alright. Und das nächste, Taylor Swift oder Katy Perry? Das ist hart. Entweder oder. Also nochmal, welche? Taylor Swift oder Katy Perry? Ich sage Taylor Swift. Taylor Swift. Ich weiß nicht. Das ist gut. Ich habe nur bestätigt. Okay. Du musst nicht justify. Okay. Und lieber, oder hast du lieber Afro House oder Afro Beats? Afro House. Das ist euer Ding. Das ist euer. Aber ja. Das ist so. Safe, ne? Ist cool. Yeah. I like the Black Coffee and stuff. Yeah. Also, und zuletzt noch, würdest du lieber in 10 Jahren zurück nach Südafrika in die Frühpension oder in 2 Jahren ein Haus am Genfersee beziehen? Ein Haus am Genfersee. Also, das ist 2 Jahre noch warten. Oder 10 Jahre her zu arbeiten und dann in die Frühpension nach Südafrika. Wärst früh pensioniert, chillen. Ah, früh pensioniert? Ja. Aber 10 Jahre noch warten. Ich warte 10 Jahre. Up to you. Schön, könnten wir es in Erfüllung bringen. Jedenfalls, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja. Vergesst nicht. Das Buch von Tulani Tomose, Befreiung nach 20 Jahren Krieg in meinem Kopf, ist überall erhältlich. Online ebenfalls als Audiobook, gell? Ja, also. Und wird jetzt auch noch übersetzt in mehreren Sprachen. Congrats. Danke. Props. Props. Merci fünfmal. Danke. Salut. Ui. Es kommt Musik. Blackout Radio. Blackout Radio.